Es ist der 24. Mai 1945. Nach großen, starken Anstrengungen hat das polnisch-litauische Empire es geschafft, die Alliierten größtenteils aus Europa zurückzudrängen. Die norwegische Front ist festgefahren. Zu viele alliierte Divisionen versperren den weiteren Fortschritt unserer Einheiten. Eine speziell gegründete Taskforce hatte sich darauf gemacht, Bergen zu erobern. Russland alias Sowjetunion? Naja. Ist halt Sowjetunion, hat keine Truppen, ist im Krieg mit uns und wird vernichtet irgendwann. Irgendwo. Irgendwann. Mal schauen. Balkan ist schlecht. Für uns. Bulgarien, Jugoslawien und viele kleine Länder und tausende Divisionen. Keine Chance. Ich weiß zwar nicht, warum so viele Truppen dort sind, aber ist komisch. Aber auch gut, so viele Truppen. Heißt immer für uns weniger Stress. Weil viele Truppen heißt schwache Truppen. Weil keine Ausrüstung und Versorgung. Dumme KI. Aktuell Gastgeber macht ganz gut die Krabbe. Gute Job macht Krabbe, ganz gute Krabbe. Deswegen darf weiterspielen. Viel Spaß mit diesem Video und mit der Krabbe. Ah, ja, so ist das. HZV 4 mit mir. Und der einzige war die Krabbe. Ja gut, das bin ja auch ich. Egal. Wir spielen weiter, wo wir stehen geblieben sind. Nämlich im polnisch-litauischen Empire. Ja. Und Frankreich ist ja schon gefallen. Dann die Free Republic of Britain ist ebenfalls gefallen. Und wir arbeiten uns langsam, aber sicher mühsam weiter vor. Oh. Aha, ein britischer Operative ist gefangen genommen worden. Kann ich den umbringen? Also steht jetzt die Eier hier. Nee. Was ist das hier? Captured by the enemy? Ja, ich habe jetzt auch einen gecaptured. Was kann ich denn jetzt machen? Kann ich hier irgendwas ausführen? Eine Aktion oder irgendwas? Foreign Influencers? Nö. 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 Auch nö. Ebenfalls nö. Interessant. Interessant. Gibt es hier noch irgendwas anderes? Cryptology? Nee. Kann ich mit ihnen reden jetzt, weil ich einen Spion von denen gefangen genommen habe? Auch nicht. Na gut, ich habe jetzt einen Spion von denen gefangen genommen, kann aber nichts machen. So ist es halt. Meine Güte, ist halt tatsächlich ein 4. Ich verstehe nicht genau, wie das Spiel funktioniert. Jemanden gefangen genommen, es bringt mir aber nichts auf den ersten Blick. Und wir wissen, oder ihr wisst ja auch, die Offensive wird weiterlaufen. Wir gehen weiterhin aggressiv an die ganze Geschichte ran, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn wir diesen Krieg gewinnen, dann gewinnen wir ihn mit schierer Überlegenheit. Mit schierer Aggressivität. Mit reiner Manpower. Ja gut. Ich werde nicht defensiv spielen, wollte ich damit eigentlich sagen. Hier werden wir niemals durchkommen. Auch wenn ich es wirklich sehr, sehr schön finde, dass wir schaffen, mit so wenigen Divisionen die komplette alliierte Armee auch hier in Schach zu halten. Weil es sind wirklich viele Truppen. Aber das ist halt das Problem, wenn man mit sehr niedriger Organisation angreift. Und meine Divisionen sind ja in der Zwischenzeit auch verschanzt. Und mit General Numero 22.000. Er hat einen 5er Defensivskill. Das erhöht die Defensive nochmal um 12,5%. Ist es natürlich nicht ganz so einfach durchzukommen. Ja, deswegen für mich alles ganz große Vorteile. Die Häfen sind verteidigt, wollte ich gerade sagen. Leute. Oh, da gibt es eine große Naval Invasion. Von den Amerikanern, Spaniern und den Briten. Die meinen serious aktuell. Sehr unentspannt. Also es ist wirklich eine Large-Scale Naval Invasion mit 2, 4, 6, 9, 11, 12 Divisionen. Auch hier die Next, also die Briten meinen es wirklich serious. Und das Ding ist, das können sie auch machen, weil ich viel zu wenig Divisionen habe, um da irgendwie aktiv auch gegen vorzugehen tatsächlich. Ich würde einfach mal sagen, da die Organisation bei den Jungs so niedrig ist, starten wir das Ganze hier einfach nochmal. Und gucken, ob wir hier irgendwo durchkommen. Was ist mit euch? Ihr auch bitte. Schauen wir mal, ob das klappt oder nicht. Meine Organisation ist niedrig, das ist immer der Vorteil. Und es klappt auch. Okay, es klappt tatsächlich. Dann schaffen wir es vielleicht auch Nische zu erobern irgendwann mal. Dann, okay, hier klappt es jetzt natürlich nicht. Aber auch ein bisschen niedrigere, selber auch niedrige Organisation. Bei manchen Einheiten nur niedrige Ausrüstungslevel. Aber hier klappt es auch überhaupt nicht. Da sind ja noch zu viele scheinbar. Also die Offensive hier können wir direkt wieder stoppen. Mit den Jungs. Das klappt leider nicht. Hier klappt es ein bisschen. Da müssen wir dann mal gucken, wie sich es weiterentwickelt, um ehrlich zu sein. Da ist eine Flussüberquerung dabei. Das funktioniert, bezweifle ich auf lange Sicht. Ja, Russland zu surrendern zu kriegen, die Sowjetunion, das wäre erstmal das Interessanteste und Wichtigste. Die haben es zwar hier geschafft zu landen, aber haben keine Häfen im Besitz. Deswegen wird die Invasion da auch nachher scheitern, früher oder später. Es gibt immer wieder Naval Invasions. Ich höre die ganze Zeit nur boop, boop. Sehr unangenehm, muss ich gestehen. Sehr, sehr nervig. Aber hier kommen wir auch ganz gut weiter vor. 654.000 Manpower, echt? Wo hätten das auf einmal? Habe ich irgendwas erobert, was man mir gehört hat? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
Dankeschön für die Ausrüstung, Dankeschön für die Ausrüstung, Dankeschön für die Ausrüstung. Die nächsten Region, die wir erobern, ist dann hoffentlich Norwegen. Irgendwann sind unsere Truppen da, ja, sind sie. Weil die möchte ich ja quasi nutzen. Die sollen nichts weiter angreifen als Bergen. Quasi, das ist die reine norwegische Surrender-Armee, wie ich sie jetzt einfach mal nenne. Wir warten noch ganz kurz, bis wir Battle Plan Preparation Bonus bekommen. Dauert immer ein bisschen. Während eine Nebelwelche nach der anderen über uns hereinbricht und die Offensive jetzt hier auch in Italien irgendwo zum Stillstand gekommen ist, mehr oder weniger. Bin auch mal gespannt, wann Russland dann irgendwann mal surrendert, weil die haben ja keine Truppen. Für alle, die jetzt das irgendwo mal verpasst haben, warum Russland überhaupt keine Truppen hat, das ist, weil Russland hat schon zweimal surrendert. Einmal im Civil War und einmal als Soviet Union, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da sind denen halt dann auch irgendwo mal dann die Truppen ausgegangen, kann man quasi sagen. Deswegen mussten die bei Null wieder anfangen, die hatten quasi Null Einheiten. Und was die jetzt überhaupt schon wieder, wie haben die denn, die haben auch nicht, die sind, nee. Also Russland ist Geschichte, die hatten von Anfang an keine Chance. Die haben uns einfach nur den Krieg erklärt, weil die Ukraine dann unser Untertan war. Und die sich gedacht haben, cool, die sind eh schon mit der halben Welt im Krieg, die snacken wir uns ganz einfach mal ganz nebenbei mit. Und dann, ja, hätte funktionieren können, hat aber leider nicht in der Situation. Hafenverteidigung ist maximal ineffizient gewesen hier. Nee, klappt, läuft noch gut. Nicht ineffizient, läuft gut. Klappt ganz gut. Die norwegische Offensive, die gönnen wir uns irgendwann mal. In den nächsten 10 Jahren. Weil ich da mal in der Lage bin, genug Truppen auch aufzubringen. Dankeschön für eure Truppen. Will ich aber nicht, dürft ihr behalten. Macht damit, was ihr wollt. Nutzt sie weise und sinnvoll. Das Deutsche Reich hat schon länger... Oh. Ah ne, das sind die eingekreisten Divisionen. Die werden da nicht mehr so richtig rauskommen. Dann marschieren wir mal kurz durch. Das dürfte eigentlich gar kein Problem sein. Die haben keine Ausrüstung, keine Organisation, keinen Nachschub, keine Versorgung, keine Hilfe, die sie zu erwarten haben. Die sind einfach nur am Sack, auf Deutsch gesagt. Und das ist genau das, was wir brauchen. China, was ist überhaupt mit den Boys? Haben die noch ein Bündnis? Ist ja auch ziemlich groß, ne, China? Confederated Asian Nations. Sind im Krieg mit... Immer noch mit Qing. Obwohl die so stark sind, echt? Sind immer noch im Krieg mit Qing. Qing ist nicht halb so stark wie die. Auch relativ interessant. Das hier gefällt mir auch sehr, was wir geschafft haben. Dank harter, mühsamer, guter Arbeit haben wir es geschafft, einen Großteil der alliierten Truppen hier in Frankreich einzukesseln. Und so leid es mir für die auch tut, ihr werdet alle sterben. Juhu! Ich habe übrigens auch schon überlegt, wie wir weitermachen. Weil es sieht ja aktuell relativ gut aus tatsächlich, auch wenn wir hier viele rote Punkte mit drin haben, aber die Offensive lassen wir einfach so weiterlaufen. Weil die Alliierten haben es nicht geschafft. Ja, die haben es nicht geschafft, einen gezielten Fokus zu setzen. Die haben es nicht geschafft, sich ihre Truppen so richtig hinzusetzen, wo sie hinsetzen sollten. Haben die in Regionen gesteckt, wo sie nicht hätte gesteckt. Zum Beispiel hier, wo... Ich verstehe es nicht halt. Pausieren das Spiel mal ganz kurz. Müssen wir drüber reden. Ich verstehe es nicht, warum die Alliierten hier 55, schau einfach mal ganz kurz. Schauen wir mal, Focal War. Haben hier, mal kurz rausscrollen, 137, 163. Die haben hier um die 300 Divisionen stationiert. Was ihnen überhaupt nichts bringt auf diesem engen Raum. Weil ihr seht das, die haben fast hier null Organisation. Und das Problem ist, wenn du keine Organisation hast, kann ich alles und jeder vernichten. Also auch ich. Da kannst du rein theoretisch mit deiner einzigen Division, kannst du in so einer Situation dann zum Beispiel 200 Divisionen rein theoretisch vernichten. Ist rein theoretisch tatsächlich möglich, wenn du zu niedrige Organisation hast. Und das passiert hier einfach, weil die kompletten Alliierten, ihre komplette Armee, wirklich, das sind... 300 Divisionen, weil ich jedes Mal sage, jede Division hat irgendwo, was haben meine Divisionen denn am Manpower? Meine haben Manpower um die 17.500. Wenn ich 17.500 mal 300 nehme, sind wir bei 5,3 Millionen Soldaten circa. Das ist jetzt quasi mal eben normal gerechnet, normale Steck. Ich habe ja ziemlich schwache, also ne, ich habe keine schwachen Divisionen, ich habe mittelstarke Divisionen, ich habe quasi eher Effizienz. Statt Masse, also quasi Klasse statt Masse. Wie viel die haben, weiß ich nicht genau, ja, was Manpower technisch angeht. Ich sehe es halt auch nicht. Ist halt dumm. Die haben knapp, also wenn wir gesamt Manpower anschauen, die aktuell haben, ist 15 Millionen. Das weiß ich jetzt, weil ich Fog of War aus habe. Deswegen sehe ich jetzt auch genau, wie viel Manpower die haben. 15 Millionen genau.
Von diesen 15 Millionen sind circa 6 Millionen hier in diesem engen Raum. Und das ist einfach, das ist, dass die KI so dumm ist. Das ist wirklich der Wahnsinn. Gut, hier sind auch noch teilweise ein paar Trümmer. Das ist halt viel zu wenig. Das ist hier ausgeglichen zwischen meinen und deren ihren Divisionen. Und dadurch, dass die überall zu wenig Nachschub kriegen, weil die haben alle Nachschubprobleme, die haben alle komplett Nachschubprobleme, weil die einfach zu viele sind und zu wenig Nachschub bekommen. Das macht es für mich deutlich einfacher. Weil gut, hier natürlich einige Divisionen zur Verteidigung hier oben. Amerika wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was hier haben, ne? Amerika ist komplett... Ah, hier ist einiges. Hier geht einiges ab an Divisionen. Afrika geht ein bisschen was ab. Viele Truppen sind unterwegs auch. Hier unten China, da brennt es richtig. China Qing, diese tödliche Linie. Ja, aber gut, wie gesagt. Ein Großteil der alliierten Armee befindet sich hier. Der andere Rest befindet sich hier und hier. Und ein bisschen was befindet sich da. Ja. Gut. Kann man jetzt von halten, was man will. Mir ist es recht. Es macht es möglich für mich, dass ich die Kampagne, obwohl ich mir schon sicher war, dass das Ding verloren ist, ermöglicht das hier unten mir eigentlich aktuell, dass wir noch ganz gute Chancen haben. Auch wenn ich sagen muss, es ist lange her, dass ich zuletzt auf 20% ändern musste. Das ist wirklich sehr, sehr lange her. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich zuletzt 20% Population rekrutieren musste. Glücklicherweise haben wir ja doch ein ziemlich großes Core-Territorium bekommen. Dadurch, dass wir das polnisch-litauische Empire wieder gegründet haben, hat uns ja ein bisschen manpower-technisch auf die Sprünge geholfen quasi. Genau, das lassen wir einfach mal weiterlaufen, die Offensive, weil die sind hier gefangen. Der ist quasi die richtige Piepkarte. Das ist übrigens auch 15 Millionen, ist die Manpower, die sind aktuell. Das ist auch immer schön, es ist meistens die Mitte zwischen diesen Wert. Verluste 8,73 Millionen, die steigen aktuell deutlich. Ich meine, wir haben auch Verluste ohne Ende, müssen wir nicht drüber diskutieren. Wir haben 3,23 Millionen Soldaten verloren. Das ist bei wirklich mega, mega viel. 3,23 Millionen sollte man nicht wirklich verlieren in so einer Situation. Ich weiß auch nicht genau, wie viele Reserven ich noch habe an Manpower. Das ist das andere Problem. Und wir sind noch nicht mal in den USA und die können natürlich immer weiter Truppen pumpen. Deswegen ist das Ding hier noch lange nicht durch. Und ich habe es euch auch schon gesagt, ich werde hier weiter maximale Aggressivität fahren. Ich werde hier nicht anfangen, irgendwie defensiv zu spielen. Werde ich nicht machen. Weil es mir einfach nicht taugt. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir gehen weiter in die aggressive Offensive. Wir machen weiter. Und wenn wir keine Manpower mehr haben, dann müssen wir mal gucken, dass wir mit den lebenden Truppen irgendwie weiterkommen. Das ist übrigens auch tricky. Da ist eine Division eingekesselt. Das ist doof. Das habe ich so nicht geplant gehabt. Könnte da jemand zur Unterstützung? Eher nicht, so wie es ausschaut. Ja, noch das Problem, dass wir weiter eingekesselt werden. Wer ist denn das hier? Er hat eigentlich 30 Divisionen, ne? Ist halt das Problem, dass ich jetzt aktuell auch ein bisschen... Ich verliere jetzt auch hin und wieder Divisionen. Eben aufgrund meiner Aggressivität verliert man halt auch leider ein paar Divisionen. Die Mexikaner sollen bloß nicht auf die Nerven gehen. Die existieren schon seit Jahren gar nicht mehr. Aktuell heißt Mexiko Guatemala. Ist eigentlich schon traurig. Und ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll nach Amerika. Weil ich keine Flotte habe und ich werde mir niemals eine aufbauen können in der Zeit. Geschweige denn die Großbritannien zu Fall kriegen, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Soviet Union weiß ich auch nicht, ob die so viele Häfen haben, um mir da irgendwie weiterzuhelfen. Wie schaut es eigentlich mit dem Surrendern aus bei den Boys? Ja, schon mal etwas besser. Wo ist denn die neue Hauptstadt? Naja, Marsch der Welt, auf Deutsch gesagt. Ist das New Mongol Empire eigentlich meins? Ja. Die könnten natürlich mich gerne unterstützen, haben leider zu wenig Truppen. Deswegen macht es keinen Sinn, wenn ich den Krieg mitrufen würde. Deswegen lassen wir das. Und hier sieht es wirklich aktuell sehr, sehr gut aus. Auch wenn wir jetzt auch selber ein bisschen Probleme mit der Attrition haben. Weil die Schweiz, die Berge in der Schweiz natürlich ein Gebiet sind, was auch sehr, sehr schwierig mit Nachschub zu versorgen ist. Aber so ist das halt. Wir müssen da quasi gucken, dass wir irgendwie zurechtkommen quasi. Und haben wir hier welche eingekesselt? Nein, würden es wir hier schaffen? Dann würden sie auch nicht wirklich schaffen, welche einzukesseln, glaube ich. Oder? Was ist hier eigentlich los? Ah, wir haben die Front hier unten aufgelöst. Ah, das ist los. Die Front ist neu organisiert worden gerade. Da sind 12 Divisionen. Das ist eher alles ein bisschen dumm gemacht, fällt mir gerade auf. Ich müsste hier eine neue Armee hinschicken, oder? Das sind die Boys. Und das hier. Oder sind. Ah, ne, das sind andere Boys jetzt. Hat. Das sind zwei Armeen. Ich dachte kurz, dass das eine Armee auf zwei Seiten gesplittet war, aber es war nicht so. Was ist hier eigentlich los? Da sind Boys hinter unserem Rücken. Hallo? Kann ich jemanden da hinschicken? Wenn ja, wen? Geh mal kurz weg. Eigentlich eine Armee zur Verfügung? Aktuell nichts. Schwierig. Die Grünen
Hab eine ziemlich kleine Front aktuell. Wir müssen auch ein bisschen die Offensiven stoppen. So bei aller Freundschaft. Also wie ich das hinkriegen soll, weiß ich noch nicht so genau. Machen wir das einfach mal nur eine. Möchte eine einzige Einheit hier dazu haben von beiden. Was ist denn da los? Hä? War das eine Naval Invasion? Habe ich gepennt? Ich glaube, ich habe gepennt, oder? Habe leider gerade keine Truppen zur Verfügung. Ja, so leid es mir tut. Ich muss euch hier instant deployen. So leid es mir tut. Alle beide. Ihr und ihr. Alle 19. Kriegt natürlich auch wieder einen fähigen General, der schon jahrelang gedient hat. An allen möglichen Kriegsschauplätzen. Scheinbar auch nicht. So, jedenfalls setzen wir die Boys nicht komplett. Nein, wir setzen euch nur hier so hin, um hier diese Front zu stabilisieren und diese Territorien da zurückzuerobern, was auch immer das da soll. Machen wir natürlich nicht blau, sondern wunderschönes dunkelgrün eventuell. Gibt's da was? So, machen wir das so. Passt, super, bin ich happy. Noch irgendwo neue Divisionen. Die Niederländer, dankeschön. Aktuell auch wieder meine Hafenverteidigungsstrategie. Wie gewohnt, funktioniert super. Swiss State has cancelled land lease. Ist mir recht, solange mir nicht noch jemand den Krieg erklärt. Ah, oh, da sind Divisionen von mir angekesselt. Hallo. Irgendjemand? Das ist ein Problem. Ich stoppe die Offensive eh schon jetzt. Eh schon gesagt, stopp. Was ich jetzt hier nochmal Division verliere, ist ein bisschen doof wie doof. Ihr stoppt bitte auch die Offensive. Wir müssen jetzt tatsächlich mal stoppen mit Offensiven. Die... naja, weiß ich nicht, warum die Offensive läuft, weil die sollen eigentlich gar nichts machen. Wo sind die? Die müssen weiter angreifen. Wo greifen die denn an? Wer ist denn das überhaupt? Achso, die greifen da an. Okay, die dürfen das weitermachen. Die nicht. Die stoppen. Die Boys, ihr greift bitte weiter an. Ja, ihr guckt, dass ihr den Kessel dann noch wegkriegt und danach schauen wir weiter. Tatsächlich. Also wir kommen jetzt tatsächlich langsam in schwierige Regionen. Mal Logistics Company minus 10%. Landlease von Deutschland, dankeschön. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo ich tatsächlich auf 25% wechseln muss. Weil meine Manpower schon wieder kurz vorm Kapitulieren ist. Wir sind jetzt, also, das ist eine Puppe. Ah, jetzt gibt es auch noch Strikes. Ach, ich hasse mein Leben. Zum Glück habe ich noch rechtzeitig das andere geändert. Die Spionage wirkt leider deutlich bei mir wieder. So, wir sind jetzt hier größtenteils ganz gut vorangekommen. Sind jetzt hier allerdings in dem Punkt, wo ich nicht weiß. Ach Gott. Habe ich hier Divisionen außer die? Nee. Ah doch, ich habe einige Divisionen, die leider eingekesselt sind. Mal kurz raus. Wir lösen mal die Fronten hier oben kurz auf. Ja, wie macht man das jetzt am besten? Ich meine, gut, wir lassen die weiter angreifen. Habe ich noch Flugzeuge, die ich hinschicken könnte? Nein, ich habe leider null Flugzeuge. Schwierig. Äußerst schwierige Situation. Ich möchte trotz allem hier unten die Offensive weitergehen lassen. Einfach damit wir es weiterhin schaffen, vielleicht Italien nochmal mit rauszukriegen aus dem Krieg. Das wäre eminent wichtig, finde ich. Müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht eingekreist werden in Zukunft. Ja, manpower-technisch läuft es eher schlechter als recht, kann man ganz klar sagen. Wir sind bei 80.000 angekommen. Am besten mal alle Offensiven stoppen, ha? Die ebenfalls. Die ebenfalls. Die nicht. Die stoppen auch mal. Die muss ich laufen lassen. Ich muss hier nicht dafür sorgen, dass dieses hässliche Ding, was hier ist, dass es wieder weggeht. So leid es mir tut. So, Kiew wieder mit... Oh, mit einer Panzer, die... Oh. Oh, das ist hübsch. Dankeschön, Kiew, für diese Unterstützung. Ganz wichtig, solche Panzerdivisionen. So, wir rücken hier weiter nach vorne. Gucken, dass wir Bergen erobern. Ich weiß nicht, ob das reicht, um Norwegen dazu Fall zu kriegen. Ich bezweifle es. Die Boys schicken wir mal komplett hier hin. Außer euch. Ich meine, die haben natürlich ein bisschen die Popo-Karte. Gucken wir, ob wir die dorthin bewegen können. Und damit haben wir jetzt ganz offiziell zum ersten Mal in diesem Projekt keine Manpower mehr zur Verfügung. Oh, ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen passiveren Vorgang wählen. Oh, da sind aber jedenfalls jede Menge Soldaten eingekesselt, trotz allem. Die machen wir jetzt noch alle weg. Ja, das erhöht die... Jawohl, super. Tschüss. Verluste sind jetzt bei 10 Millionen. Ich lache, ich habe selber Verluste ohne Ende. Macht es nicht besser. Mein gehässiges Gelache. Ich könnte weinen. 78.000 Manpower. Die bringt mir nur leider nichts.
wenn ihr dann nach Sekunden wieder runtergeht. Aber vielleicht schaffen wir es ja, dass wir dieses französische Baguette-Gedönse nochmal wegkriegen. Und Italien, meine, da müssen wir natürlich nur standhalten und gucken, dass unsere neu gegründete Armee, dass sie da rechtzeitig unten hinkommt. Hier, das Thema ist abgehakt. Hier brauche ich gar nicht dran denken, in die Offensive zu gehen. Hier kann ich eigentlich nur verteidigen und hoffen, dass sie nicht auf die dumme Gedanken kommen, die Häfen weiter auszubauen. Weil sich das hier ein bisschen organisationstechnisch entspannt oder generell die Region. Das ist der Grund, glaube ich, weil hier diese zwei Häfen nur für diese Region zuständig sind und die kriegen natürlich genug Ausrüstung und Versorgungsgüter zugeschickt hier. Deswegen haben die alle so eine hohe Organisation, deswegen komme ich hier auch nicht durch. Deswegen ist es für mich unmöglich, vor allem ohne Luftunterstützung, die ich eigentlich hier habe, ist es trotzdem sehr, sehr schwierig hier durchzubrechen. Deswegen werde ich das natürlich lassen, da unten weiter anzugreifen. Hier müssen wir, wie gesagt, aufpassen. Weil da jetzt auch einige Truppen auf einmal gespawnt sind, in Anführungsstrichen. Die Schweiz ist auch nicht wirklich aktiv, was das Ganze hier unten angeht. Die sind jetzt natürlich fertig. Die können sich komplett hier mit nach unten orientieren. Ganz wichtig in dem Moment. Idea expired. Ja, ist natürlich schlecht. Keine politische Macht. Keine Ausrüstung. Keine Manpower. Und Russland weigert sich zu surrendern. Wunderbar. So gefällt mir das doch. So macht das Spiel doch Spaß. Wir haben Free Dockyards. Dann bauen wir halt mal irgendwas, was schwimmen kann. Early Destroyer. Soll keiner sagen, ich würde mich nicht um meine Navy kümmern mit ganz nebenbei. Japanische Truppen auch wirklich ohne Ende. Auch die Amerikaner hier wieder eminent stark vertreten. Ich komme ja auch nicht mehr durch. Das Ding ist wieder abgelaufen. Ja, lass uns trotzdem weiter marschieren. Kann überlegen, ob wir vielleicht... Wir haben zu wenig Ausrüstung. Wir brauchen jetzt aktuell Infanterie-Equipment ohne Ende. Ist nicht so, dass ich das nicht bauen würde, aber... Das dauert halt Jahre, bis man das wieder aufstockt, ne? Schauen wir uns das Ganze mal ganz entspannt an, denn das ist wahrscheinlich die Welt, wie wir sie nie wieder sehen werden. Polen, Litauen am Zenit seiner Macht. Besitzer von fast ganz Europa, Teile Russlands. Oh Gott, ich sehe hier gerade was. Das wird jetzt tricky, weil die jetzt hier wirklich komplett durchbrechen. Ja. Schwierige Situation. Offensive hier stoppen. Offensive hier lassen wir weiterlaufen, Richtung Bergen. Auch wenn die auch nur noch eher schlecht als recht funktioniert. Schwierig. Naval Invasions können wir immerhin alle abwehren. Das ist schon mal etwas. Gegen Offensiven laufen jetzt auch hier ein bisschen gegen uns. Allerdings nicht weiter erfolgreich. Ich überlege auch gerade, ob wir die Jungs trotzdem nochmal in die Offensive schicken sollen hier an dem Punkt. Quasi so eine Scherbewegung Richtung Toulouse und dann die zu Fall kriegen, wenn wir Toulouse erobern. Das wäre schon mal eine große Hilfe. Und außerdem möchte ich auch die Jungs hier. Ich überlege gerade, wie man das jetzt am besten macht. Ihr seid das hier, ne? Pass auf. So. Und dann hier so. Ja, aber mit allen, bitte. Mit allen. Nicht mit einer, mit allen. So. Hallo, mit allen habe ich gesagt. Spiel ist kaputt. Geht wieder nicht. Ich bin mal schwer begeistert von dem Spiel, wenn dann meine Wünsche nicht umgesetzt werden. Aber gut, was willst du machen? Und was ich mit den Jungs mache? Eigentlich könnte ich mit denen mal wirklich versuchen, dass wir hier in der Offensive Richtung hier unten starten, um das Gebiet zu erobern. Weil auf den ersten Blick sieht das gar nicht so schlecht aus. Die haben da gar nicht so viele Truppen stationiert. Hier so. Einfach mal go. Gucken wir, ob wir die hier unten wegbekommen. Dann können wir die Front hier entlasten. Und wir könnten versuchen, die zwei Jungs wieder zurückzuholen. Das ist natürlich auch eminent wichtig. Die Offensive unten in Bordeaux, die ist auch crucial, weil da ist ein Hafen, das zu erobern. Dürfte die Nachschubwege weiter schwächen. Was gibt es sonst noch so? Ja gut, hier oben, wie gesagt, der Zug ist abgefahren. So leid es mir tut. Und gucken, ob wir zum Hafen kommen mit irgendwelchen Einheiten. Vielleicht klappt das ja. No risk, no fun, sage ich immer. Richtung Narvik, bitte. Ah, natürlich. Die haben schon gerochen. Die bewegen sich... Ah, ne, das war ein Flugzeug. Passt schon. Ignoriert mich einfach. Bin manchmal etwas wirrt. Warum haben die so... Dann könnte man nochmal versuchen, dorthin vorzustoßen. Oh, bitte keinen Hafen erobern. Ich bin so froh, dass ich die Hafenverteidigung übernehme, ne? Oh, das ist... Oh, Hilfe! Irgendwas, Soldaten? Ne, habe ich nicht. Ich habe keine Soldaten mehr. Ja, wir müssen unbedingt gucken, dass wir irgendwo manchen Fronten Truppen wieder zur Verfügung kriegen. Weil das ist jetzt hier gerade alles ein bisschen tricky. Dauert auch ein bisschen, bis es hier aktualisiert wird. Aber wie gesagt, aufgeben kommt hier nicht in Frage. Auf keinen Fall.
Wir ziehen das durch. Maximale Aggressivität bis zum Ende des Jahres, bis zum Ende des Lebens. Das ist eben auch der Sinn einer kann XXX allein die Welt erobern Kampagne auch mal. Man muss halt ein bisschen denken, wie andere Nationen in so einer Situation. Und da geht es dann halt nicht mehr um Defensive, sondern geht es nur noch um reine aggressive, offensive Attacke. Was anderes zählt hier in so einer Situation nicht. Das ist übrigens auch schön, dass sie uns Last Special hier abgeben. Ist auch mutig, was sie machen. Muss auch ganz klar sagen, ist sehr, sehr mutig. Die overstretchen hier ihre Lines ziemlich stark. Haben hier wahrscheinlich Truppen abgezogen, oder? Kann ich gar nicht sagen. Sieht so aus, als ob weniger Truppen da sind. Die haben auch leider alle höhere Organisation. Deswegen ist es für mich eigentlich schlecht, dass sie hier Truppen wieder abziehen. Aber von wo kriege ich jetzt nochmal Truppen? Das ist eben die Frage. Von wo nimmt man die Soldaten jetzt, die man bräuchte? Ich weiß es gerade nicht. Naja, trainieren kann ich Jahre warten. Ich habe keine Ausrüstung. Das Einfachste wäre, Russland würde einfach kapitulieren. Aber ihr seht selber, das dauert noch ein bisschen. Das wird wahrscheinlich nicht zu... Ah, hallo Mongol Empire. Wollt ihr vielleicht nicht den Krieg beitreten? Eventuell und dann auch die Russen mit angreifen. Das wäre bestimmt total dumm für die Russen. Vor allem, weil die ja jetzt keine Division mehr an eurer Grenze haben. So, können wir das mal beschleunigen. Meine Offensive bei Bergen läuft gar nicht so schlecht eigentlich. Aber ich weiß halt nicht, ob das langt, um Norwegen auch zu Fall zu kriegen. Das ist eben genau das Problem eigentlich aktuell. Ich weiß nicht, ob das reicht. Hier unten läuft es ganz gut. Freies Frankreich. Wäre echt schön, wenn wir euch noch zu Fall kriegen, diese Folge. Marseille ist die neue Hauptstadt. Nächste Naval Invasion. Also, wir haben zumindest ein paar Truppen da. Die können auch sicherlich was verteidigen. Wir haben auch ein paar Verbündete. Die Ukraine hilft mir hiermit. Aber ihr seht das auch schon. Die Alliierten verschieben die Front jetzt aktuell ein bisschen. Deswegen überlege ich jetzt gerade. Das sind die. Pass auf, ihr. Wir machen das jetzt erstmal so, dass wir einfach hier oben ein bisschen die Armee hinstecken. Zur Verteidigung quasi. Dann die Jungs. Wer sind das? Die da? Oh Gott, die sind auch ziemlich schwach, ne? Muss ich mal gestehen. Weiß gar nicht, ob die in der Lage sind, das zu verteidigen. Wir werden es sehen. Können wir das Ganze mal umformieren. Ist natürlich auch wieder ein bisschen risky. Jetzt gebe ich hier die Front gerade auf. Die Alliierten machen das auch gleich. Die nutzen das gleich. Tun sich wieder ein bisschen ausbreiten. Aber ich muss das jetzt machen, weil sonst marschieren die hier komplett durch bis Warschau. Oh, die haben hier Hamburg erobert. Das ist ein Bitch-Move. Kurz unterstützen. Ah, ja gut. Immerhin hier läuft es dann schon mal etwas besser. Aber ich weiß auch nicht, wie lange wir noch jeden Monat, alle paar Wochen oder alle paar Tage, ich glaube einmal in der Woche ist das, glaube ich, wo wir Rekruten bekommen. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Ich weiß nicht, wie lange wir noch die Rekruten bekommen, die wir brauchen. Irgendwann haben wir keine mehr. Dann ist hier Schicht im Schacht. Wir werden auch wieder zurückgedrängt. Auch wenn wir an der spanischen Grenze stehen. Ihr unterstützt bitte mit. Wir versuchen jetzt mit aller Gewalt diese französischen Baguettes rauszuschmeißen. Das ist hier auch äußerst riskant. Sie könnten mich jederzeit einkesseln, wenn sie sich ein bisschen klüger anstellen würden. So, die Front hier ist dann stabilisiert. Ich habe jetzt ein paar Regionen verloren, aber meine Güte, ist halt so. Nehmt euch, was ihr wollt. Spätestens, wenn Russland irgendwann mal fällt. Vor allem, muss man überlegen, das russische Empire hat auch wirklich tonnenweise Divisionen in der Zwischenzeit, die sie mit an die Front schmeißen. Finde ich auch eigentlich echt nice. Auch hier Ukraine, die unterstützen mich auch teilweise. Man kann nicht sagen, dass mich hier keiner unterstützen würde. Ich habe ja auch meine Unterstützung mit dabei. Aber alles in allem, ja. Muss mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin ja immer noch ein bisschen optimistisch, trotz allem, auch wenn wir keine Manpower haben. Auch wenn sich alles hier zum Schlechteren wandelt, bleibe ich trotzdem optimistisch. Hier könnte man übrigens jetzt mal die Fronten voneinander trennen. Und von hier direkt eine Offensive auf Marseille starten. Ja, schon klar, dass sie dann natürlich direkt wieder Truppen hinschicken, die innerhalb von 10 Sekunden 300.000 Kilometer laufen können, weil sie irgendwelche neuen Speedboats sich gekauft haben. Mit unglaublich unlogisch hoher, schneller Reichweite und Bewegungsgeschwindigkeit. Aber Marseille dürfte gleich surrendern. Müssen es eigentlich nur noch schaffen, dass die hier sich alle nicht mehr dorthin bewegen können. Jawohl, plus 5% Stabilität, super. Ist eminent wichtig. Marseille ist so quasi erobert. Oh, natürlich haben sie wieder eine Division hingeschoben. Mhm. Oh, Marseille ist gefallen und damit sind die freien Baguettes weg, hoffe ich. Diese südliche französische Baguette-Gedönse. Jawohl. Dankeschön auch für die Ausrüstung. Super. Es fehlt nur noch Spanien. Und wir müssen das hier wieder in den Griff kriegen. Da sind auch tonnenweise Truppen stationiert. Da müsste man eigentlich nur intelligent vorgehen. Und müsste eigentlich nur hier, cut.
und Dark Cuts. Problem ist, find erstmal die Manpower dafür, ne? Meine Güte, ja, ist eine wunderschöne Kampagne, hat mega viel Spaß, mega tricky, mega spannend. Viele, viele Fronten, viele Kriege, man weiß nicht, wie sich's weiterentwickelt, man weiß nicht, wie es läuft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder und ihr hattet Spaß. Macht's gut, tschüss.